Hallo und Weidmanns Heil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Es ist Mai und die Jagd auf Rehbock und Schmalreh ist im vollen Gange hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und ich wollte tatsächlich an diesem Abend auch einen Rehbock, einen Jährling oder einen Schmalreh erlegen. Ich hatte schon Jagderfolg im Mai, das kommt demnächst dann in einem meiner neuen Filme. Aber es sollte an diesem Abend völlig anders kommen und das ist meistens auf der Jagd so. Meistens kommt es anders, als man denkt. Dieser Feldhase war mein erster Anblick an diesem Abend und ich konnte ihn eine ganze Zeit beobachten. Es dauerte einige Zeit, da bekam ich diesen Rehbock hier in Anblick und dieser Rehbock ja, war völlig unscheinbar und heimelig und zog auf meinen Ansitz zu durch das hohe Gras und ich konnte ihn erstmal nur schemenhaft erkennen. Für das Wild gibt es keinen Tierarzt und das wurde in dieser Situation mal wieder deutlich. Nach längerem Beobachten konnte ich feststellen, dass der Rehbock eine starke Schwellung am Träger hatte, am Hals hatte und das war eben ein Abszess oder ein Tumor und für mich sofort ein Grund, diesen Rehbock zu erlegen, was ich dann auch getan habe. Der Rehbock zeichnete gut und ich war eigentlich sehr sicher, dass der Rehbock mit einem guten Schuss im nahegelegenen Getreidefeld verendet ist und ich entschied mich, noch eine Weile sitzen zu bleiben. Diese Schmalreh kam leider nicht in günstige Schusspositionen heran, sodass auch hier der Finger gerade blieb und an dem Abend passierte dann eigentlich nicht mehr so viel, sodass ich mich dann nach einiger Zeit entschied, abzubauen und den Rehbock zu suchen. Es lohnt sich manchmal, das Stück noch ein bisschen genauer anzuschauen, auch wenn man es eben nicht schießen möchte. Hier in dem Fall habe ich das getan. Ihr habt es in den Bildern gesehen, einen Abszess festgestellt oder irgendein Geschwür am Träger von dem Rehbock, sodass ich mich dann entschieden habe, den Rehbock zu erlegen. Jetzt heißt es den Anschluss suchen und das Stück finden. Es ist noch ein paar Meter gegangen, aber das sollte kein Problem sein. Also es ist hier in dem Gras nicht ganz so einfach, aber hier kann man auf jeden Fall Schweiß sehen. Wir gehen jetzt die Spur mal aus. Also der Bock ist dann hier lang gezogen. Hier ist Schweiß. Da ist wieder Schweiß. Hier kann man sehen. Der ist auch hell und schaumig. Das heißt, das sieht schon mal gut aus. Hier ist noch mehr Schweiß. Da sieht man es auch. Okay. So, hier ist der Bock dann langgezogen. Kann man das sehr eindeutig erkennen. Seht ihr das? Hier ist Schweiß. Es wird hier auch immer mehr. Ja, das Getreide hier. Das ist eindeutig Lungenschweiß. Sieht man dann auch nochmal
Hirschzeichen. Also im Getreide ein paar abgeknickte Halme. Hier ist alles voller Schweiß. Und hier liegt er auch. Also hat er einen perfekten Schuss. Das sieht gut aus. Dieser Abszess. Und das ist halt ein Hegeabschuss. Das heißt hier, ja, zählt einfach der Tierschutz und damit einfach, ja, das Leid, das mögliche Leid des Tieres zu verkürzen. Beim Versorgen des Rehbocks sind auch noch weitere auffällige Merkmale an den Organen aufgetaucht. Das Herz war auffällig verändert, die Nieren und auch die gesamten Lymphknoten waren stark geschwollen, sodass ich diesen Rehbock eben dann auch verworfen habe und eben nicht mehr für den menschlichen Genuss für tauglich befunden habe. Mich würde jetzt einfach interessieren, ob ihr diesen Rehbock auch erlegt hättet, ob das für euch auch ein Grund gewesen wäre, einen Hegeabschuss zu machen. Und das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen freundlichen Kommentar da, einen Daumen nach oben, vielleicht so ein Abo. Macht's gut, Weidmannsheil, bis zum nächsten Mal.